Oh yeah! Das kennen wir noch, das Gefühl. Willkommen im Nachtclub, das Afterlife wartet. Ecstasy A&E X10. War das denn ein Asari-Tänzer? Ich liebe Hologramme und von denen werden wir noch mehr sehen hier. Na, Miranda, fühlt sich ja wohl? Nachteil bei dem Spiel, wie ihr seht, ich kann hier keinen meiner lieben Charaktere mehr anklicken. Um die zu fragen, was die gerade halten von der Situation. Das ist wirklich schade. Was? Wer hört was? Söldner anwärmen. Ich hab zu tun. Da unten ist rot, also versuche ich keine Erfahrung zu gehen. Hi. Untere Ebene klingt gefährlich. Im Keller eines Nachtclubs muss man nicht unbedingt gewesen sein. Wow. Der ganze Club dreht sich. Ah, Platz hier, Kumpel. Platz mal. Ich will schließlich die Kultur anderer Spezies kennenlernen. Nur gucken, nicht anfassen. Du hast mehr Augen als ich. Kann ich den reinholen? Aria, hallo. Da oben ist die also irgendwo. Okay. Vielleicht soll ich mir langsam mal... Hey! So, ja damit, was kostet mich? Lass mich gerade kurz mal wissen. Nee. Der guckt mich so merkwürdig an. Ich will von der Miete hier drüben was. Komm. Beiseite, weg hier. Geht doch mal alle aus dem Weg, wenn ich. Hallo? Wie geht's denn? Anstrengender Beruf, Winkel. Ah, ihr, Schluss, wir wollten doch uns benehmen. Wir stürzen hier nicht jetzt, oder? Na gut, konzentrieren wir uns wieder auf die Arbeit. Eine Nacht mit Aria. Mehr braucht's gar nicht. Hm. Ich will's gar nicht erst wissen. Doch, doch hier durch, oder? Sie wollen reden? Reden Sie mit Aria. Ja, spät. Chillig. Echt chill. Und überall bewaffnete Wachleute. Warum gefällt mir das nicht? Und hier oben schießen die alle schnell, nehme ich an. Das ist nah genug. Hört ihr Lebensmüde? Gute Entscheidung. Stehen Sie still! Versuchen Sie es und Sie können Ihre Gedärme scannen. Um das zu sehen, würde ich sogar was zahlen. Aber das ist keine Option. Wenn Sie reden wollen, müssen Sie sich scannen lassen. Darf ich fragen, wozu? Wenn Sie nach Waffen suchen, machen Sie Ihren Job nicht besonders gut. Man kann bei toten Spectres nicht vorsichtig genug sein. Hinter Ihrem Gesicht könnte jeder stecken. Man hat mir gesagt, mit Ihnen müsste ich reden, wenn ich Fragen habe. Sie sind sauer! Halt die Schnauze, ich dusche regelmäßig. Kommt auf die Fragen an. Sie herrschen über Omega? Hm. Sorry, mit Tattoo. Nicht mal weg. Ich bin Omega. Ja, ich bin Alpha, ist okay. Grüß mal, sind wir. Aber man braucht mehr. Jeder braucht mehr von irgendwas. Und sie kommen alle zu mir. Ich bin der Boss, die Präsidentin oder Königin, wenn sie es dramatisch mögen. Ganz egal. Omega hat keinen offiziellen Herrscher. Und es gibt nur eine Regel. Hm. Vielleicht muss er fressen werden? Leg dich nicht mit Aria an. Hm. Selbstbewusst ist auch mein Knallhatte trotzdem. Sieht aus, als steht keiner von uns drauf, rumgeschubst zu werden. Und auf Ihrem Schiff wäre das von Bedeutung. Hier jedoch zählen nur meine Vorlieben. Du weißt wohl nicht, mit wem es zu tun hat. Ich bin Spectre. Also, was kann ich für Sie tun?
Ich suche nach Morden Solis. Wissen Sie, wo ich ihn finde? Den salarianischen Arzt? Ich hörte, er hilft solchen Opfern in der Quarantänezone. Ich habe Morden immer gemocht. Man weiß nie, ob er einen heilt oder erschießt. Was können Sie mir über ihn erzählen? Er gehörte früher zur Special Task Group der Salarianer. Er ist brillant und enorm gefährlich. Aber bloß kein Gespräch anfangen. Er hört sonst nicht mehr auf zu reden. Wenn Sie wirklich zu ihm müssen, nehmen Sie ein Shuttle zur Quarantänezone. Ich kann allerdings nicht garantieren, dass man Sie reinlässt. Ich möchte zu Archangel. Sie und Halb Omega. Wollen Sie ihn auch tot sehen? Archangel ist ein Scharfschütze, den ich anheuern soll. Warum sind alle hinter ihm her? Er bildet sich ein, dass er für die gute Seite kämpft. Dabei gibt es auf Omega gar keine gute Seite. Alles, was er tut, verärgert irgendjemanden. Und jetzt holt ihn das ein. Klingt doch perfekt für meine Fälle. Genau so einen suche ich. Wirklich? Ist ja interessant. Sie werden sich einige Feinde machen, wenn Sie sich mit Archangel zusammentun. Damit kann ich leben. Vorausgesetzt, Sie schaffen es überhaupt bis zu ihm. Er hat momentan ein paar Schwierigkeiten. Soll was heißen? Was für Schwierigkeiten? Die Söldnergruppen hier haben sich zusammengetan, um ihn auszuschalten. Sie haben ihn in die Ecke getrieben. Aber jetzt fällt es ihnen wohl schwer, ihm den Rest zu geben. Sie heuern jeden mit einer Waffe an, damit er ihnen hilft. Klingt, als wäre das unsere Eintrittskarte. Sie benutzen ein Zimmer zur Rekrutierung. Direkt da drüben. Die nehmen Sie bestimmt. Was können Sie mir über Archangel erzählen? Weniger als mir lieb ist. Er ist vor einigen Monaten hier aufgetaucht und macht seitdem alle möglichen Probleme. Wenn man seine eigenen Gesetze macht, und das tut hier jeder, erschwert er einem das Leben ganz schön. Er ist dumm und ein Idealist. Immerhin scheint er begriffen zu haben, dass man sich mit mir nicht anlegt. Idealist sind meistens dumm. Ich mag den Typen jetzt schon. Welche Söldnergruppen sind hinter Archangel her? Blue Suns, Eclipse, Bloodpack. Das sind die wichtigen auf Omega. Außer im Krieg sieht man sie sonst nie zusammen. Hassen Sie Archangel? Ich habe keine Zeit für Hass. Ich misstraue allen gleichermaßen. Im Moment bin ich ganz zufrieden damit, wenn sie sich gegenseitig umbringen. Das kann ich nachvollziehen, das würde ich so machen. Vielen Dank für die Hilfe. Mal sehen, ob Sie das auch noch denken, wenn die Söldner merken, dass Sie ihm helfen wollen. Dann wissen Sie sicher über alles Bescheid, was auf Omega abläuft. Mal ein bisschen. Alles, was man wissen muss. Aber ich verrate es nicht einfach so. Wissen ist Macht. Namen Shadowbroker. Dann machen Sie einen Spaziergang durch die Gassen und spendieren Sie einem Söldner was zu trinken. Oder noch besser, reden Sie mit den Entertainern. Die sind nicht billig, veranstalten aber tolle Führungen. Auf Ihr Zimmer, wa? Aber verschwenden Sie nicht meine Zeit. Ist die eingebildet. Erzählen Sie mir, wie Sie das hier aufgebaut haben. Das dürfte so ziemlich die geheimste Information sein, die es gibt. Ich habe viele Freunde und Feinde, die ich unterschiedlich weit auf Distanz halte. Sie gehören zu keiner der beiden Gruppen. Mal sehen, als wie nützlich Sie sich erweisen. Kurze Antwort. Kümmern Sie sich um Ihren eigenen Kram. Ja, mit Archangel und Morden haben wir ja genug zu tun. Ein Scan und wir sind schon mitten im Geschäft? Normalerweise interessiert es die Leute mehr, wer ich bin. Ihr Tod wurde runtergespielt, war aber mit Sicherheit kein Geheimnis. Ich musste sicher gehen, dass Sie es wirklich sind. Sie hätten ja irgendwer sein können. Irgendwas. Was Sie auch wollen, es wird von selber an die Oberfläche kommen. Ich bin zwar neugierig, aber Omega an sich interessiert sich überhaupt nicht für Sie. Nett. Vielleicht komme ich später wieder. Vielleicht werde ich hier sein. Jetzt hat noch einer das Gefühl, dass das nicht ganz so leicht, was es klingt. So krieg ich schon wieder Abdrehen. Ich will zwar nicht wissen. Ist mir egal. Wieso gibt es keine Schnelltasten mehr für Fabi? Archangel. Mit dem Anwerber in einem Privatraum des Afterlife stehen. Ja, vor dem stehen wir, Gott sei Dank. Und in die Quarantänezone, ja, dann gucken wir mal. Ich habe gehört, dass Sie rekrutieren. Warum kommen Sie nicht rein? Sie werden bezahlt, wenn der Job erledigt ist, wie alle anderen auch. Wer ist der Nächste? Ihr drei seht aus, als könntet ihr einiges bewirken. Lust auf einen guten Kampf? Ja, klar da. Könnte man so sagen. Standardbezahlung sind 500 Credits pro Nase. Fällig nach Erledigung des Jobs. Okay. Wenn sie draufgehen, bekommen ihre Freunde dafür nichts.
Sie brauchen eigene Waffen und Panzerung. Aber das scheinen sie ja schon zu haben. Hm. Und dadurch gehören sie weder zu den Blue Suns noch zu Eclipse oder dem Blood Pack. Sie sind ein Freischaffender. Basta. Noch Fragen? Ist dir schon mal aufgefallen, dass ich das Cerberus-Zeichen trage, du Witzfigur? Warum arbeiten die Söldner zusammen, um Archangel auszuschalten? Sie sind wohl noch nicht lange auf Omega, oder? Er tut alles, um uns ins Handwerk zu pfuschen. Lieferungen gehen verloren, Operationen werden verraten und jeden Monat wird es schlimmer. Tarek und die anderen Bosse sind es leid, Credits zu verlieren. Und Männer. Ja. Ist er einflussreich? Wie viele Söldnerbosse sind denn an dem Angriff beteiligt? Ja, Tarek ist der Anführer der Blue Suns, aber alle drei Bosse führen die Operation gemeinsam durch. Jareth führt Eclipse an und Garm ist der Kopf des Blood Pack. Tarek ist der Boss, aber die anderen würden das nie zugeben. Mich überrascht, dass sie überhaupt etwas hiermit zu tun haben, aber Archangel loszuwerden ist es wohl wert. Hm. Was machen wir, wenn wir dort sind? Wie kommen wir zu Archangel? Laufen? Die Söldner sagen es ihnen, wenn sie da sind. Mein letzter Informationsstand ist, dass die Freischaffenden Kundschaftertrupps bilden, die als Ablenkungsmanöver für Archangel in Wellen angreifen, während wir versuchen, seine Verteidigung zu knacken. Lass mich raten. Wir sind also nur Kanonenfutter? Genau. Wenn es ihnen nicht passt, heuern sie nicht an. Aber wenn sie ihren Job gut machen, sind es leicht verdiente Credits. Außerdem, wie hoch ist schon die Wahrscheinlichkeit, dass er sie alle erwischt? Nett. Ziemlicher Aufwand für einen einzigen Kerl. Er hatte ein ganzes Team, aber darum haben wir uns gekümmert. Jetzt ist er ganz allein. Aber er hat zwei Vorteile. Es ist seine Operationsbasis und er weiß, dass wir kommen. Er ist auf einen Angriff wie diesen vorbereitet. Wir haben bei dem Versuch, zu ihm vorzudringen, schon viele Männer verloren. Es wird nicht einfach, zu ihm vorzudringen. Hat gesagt. Als würde man Vorcher aus der Kanalisation raustreiben. Aber genau dafür rekrutieren wir Leute. Wenn wir ständig neue Kämpfer auf ihn hetzen, kriegen wir ihn schon irgendwann. Wo findet der Angriff statt? Archangels Operationsbasis. Er hat sich die ganze Zeit direkt vor unserer Nase versteckt. Ich kann Ihnen nicht genau sagen, wo es hingeht, aber wir sorgen für den Transport. Na denn? Wohin geht es? Gehen Sie einfach rüber zum Transportdepot neben dem Club. Einer unserer Jungs holt Sie dort ab. Schicken Sie den nächsten rein. Hm. Hey, kann ich mich hier verpflichten? Sie sind etwas zu jung, um als freischaffender Söldner zu arbeiten. Jungchen, geh nach Hause. Ich bin alt genug. Ich bin auf Omega aufgewachsen. Ich weiß, wie man eine Waffe bedient. Archangel auch. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Außerdem habe ich gerade 50 Credits für diese Pistole hingelegt und will sie... Hier ist Ihr Geld zurück. Hey, was haben Sie? Vertrauen Sie mir. Eines Tages werden Sie mir dankbar sein. Ha, sogar mal eine gute Tat verbracht. Ich bin beeindruckt. Wir wollten Archangel. Ich bin in einer wichtigen Geschäftsbesprechung. Das ist da offen. Granat. Hallo. Na ja, wie geht's uns denn heute so? Ich bin mit Azari vertraut in ihrer Biologie. Innen und auswendig, um das mal. Okay, genug der Witze. Na, mordet immer noch? Egal. Ich hab schließlich noch mehr vor. Ich muss das noch hier drehen. Konnte ich mir gerade so... Naja, wir sind ja im Blau gekleidet von daher. Wird es Zeit? Ich bin bei der Mission dabei. Hoffentlich sind Sie bereit. Archangel hat die Freischaffenden ordentlich dezimiert. Ich bin bereit, wenn Sie es sind. Rein da. Schließlich holen wir ja unseren Mann von daher. Das Dumme ist, wenn der uns abschießt, bevor was passiert, haben wir. Bevor wir mit dem reden können, meine ich, dann ist es kritisch. Tja. Gefährlich. Ne, dem traue ich noch nicht. Hm.
Höchste Zeit, dass Sie mal jemanden schicken, der aussieht, als könnte er wirklich kämpfen. Danke, danke. Hat man Ihnen gesagt, gegen wen es geht? Sagen Sie uns einfach, wo wir hingehen sollen. Archangel hat sich in einem Gebäude am Ende des Boulevards da drüben verkrochen. Er ist in der besseren Position, weil der einzige Weg rein über eine Brücke ohne jede Deckung führt. Ein Schlachtfeld. Aber langsam wird er müde und macht Fehler. Wir werden ihn bald haben. Ich komme schon hin. Zeigen Sie mir nur, wo die Brücke ist. Ihre Einstellung gefällt mir. Aber wir haben schon einen Plan am Laufen. Sie sind beim Ablenkungsteam. Gehen Sie direkt über die Brücke und halten Sie Archangel beschäftigt, damit das Infiltrationsteam hinter ihm reinschleichen kann. Klingt für mich nach einem Selbstmordkommando. Ja, manchmal gut. Völlig richtig. Aber Sie sehen aus, als würden Sie damit fertig. Gehen Sie den Boulevard rauf bis zur dritten Barrikade. Reden Sie mit Sergeant Kafka. Er sagt Ihnen, wann's losgeht. Die Brücke ist also der einzige Weg zu seinem Versteck? Genau. Archangel hat alle unterirdischen Gänge gesprengt und die Türen zu den unteren Ebenen versiegelt. Einige unserer Teams graben, aber das dauert zu lange. Wenn sie den Jäger wieder in die Luft bekommen, wäre das eine große Hilfe. Aber ich hoffe darauf, dass das Infiltrationsteam seinen Job macht und wir alle nach Hause gehen können. Sie haben einen Jäger eingesetzt, um einen einzigen Typen auszuschalten? Ja. Und Archangel hat ihn abgeschossen. Er hat ihn nicht zerstört. Aber er wusste genau, wo er ihn treffen musste, um ihn außer Gefecht zu setzen. Wirklich noch einen guten Schiff. Der Kampf war nicht besonders fair. Wenigstens nicht für uns. Mann, was seid ihr bloß für Weicheier. Wo ist das Infiltrationsteam jetzt? Am anderen Ende der Brücke, in der Nähe seines Verstecks. Aber sie können nicht weiter, ohne gesehen zu werden. Wie sind sie denn so nah rangekommen, ohne gesehen zu werden? Mehr Ablenkung. Tarek hat einen Jäger eingesetzt, um Archangel zu beschäftigen. Ein paar Männer haben es bis in sein Versteck geschafft, bevor er den Jäger runtergeholt hat. Aber die sitzen jetzt dort fest. Wir müssen dafür sorgen, dass Archangel sich nur auf die Brücke konzentriert, damit er sie nicht findet und ausradiert. Was wissen Sie über Archangel? Da bin ich der falsche Ansprechpartner. Ich kümmere mich nur um die Logistik. Tarek und die anderen Söldnerbosse haben schon eine ganze Weile mit ihm zu tun. Aber seien Sie nicht überrascht, wenn Sie nicht gerade begeistert davon sind, mit einem Freischaffenden zu reden. Ich gehe mal besser zu Sergeant Kafka. Gute Idee. Seien Sie auf dem Boulevard vorsichtig. Archangel hat da draußen schon Dutzende umgelegt. Nun, wir haben vielleicht einen Weg rein. Wobei das Rauskommen eigentlich viel interessanter ist. Wir sollten ihn erstmal finden. Dann fällt uns schon ein, wie wir zurückkommen. Ja. Das ist wirklich nicht unbedingt. Shepard, ich habe den Bereich gescannt, kann aber keinen anderen Weg zu Archangel ausmachen. Dann werden wir wohl mit den Söldnern mitgehen. Die schweren Mechs und der Jäger verfügen über erhebliche Feuerkraft. Wenn sie sie vor ihrem Abzug schwächen, verbessert das ihre Chancen. Sabotage. Also, erstmal alles sabotieren, dann Archangel finden, mit ihm reden, ihn davon überzeugen, uns zu helfen oder ihn umzulegen und dann wieder verschwinden. Klingt nach einer ganz einfachen Mission, wie immer. Typisch Mass Effect. Okay, wir legen los. Beim nächsten Mal. Ecstasy A&E. Xenart out. Tja, was ist hier passiert? Also, zunächst einmal, wir haben Arya Talo getroffen. Das ist wichtig. Die ist wichtig. Die hat das Sagen auf Omega. Und ihren Wachmann werde ich höchstwahrscheinlich irgendwann umlegen. Zumindest hoffe ich das doch sehr. Und sie vielleicht auch, denn auch die nervt mich. Ich meine, gut, die ist da etwas pragmatisch. Am besten alle gegeneinander kämpfen lassen und selber das Kommando haben. Wieso habe ich das mit meiner alten Crew nicht gemacht? Egal. Apropos Crew, wir sind jetzt auf dem Weg zu Archangel. Der Grund dafür ist ganz einfach, wir wollen ihn anheuern. Cerberus hat sich den ausgesucht, na dann gucken wir mal. Soll ja angeblich ein hervorragender Scharfschütze sein. Also werden wir ihn uns schnappen oder, naja, wenn er nicht will, umlegen. Wie noch sei, einen kleinen Jungen haben wir noch davor gerettet, irgendwie Söldner zu lernen und sein Leben aufs Spiel zu setzen. Ach ja, ich bin eben ein guter Mensch. Was soll's, Leben geht weiter und offscreen werden wir uns jetzt noch ein paar Stunden die Tänzer ansehen. Bis dahin, Ecstasy, A&E, Xena.